Hallo, ich begrüße euch zu unserem dritten Videoblog aus unserem Trainingslager hier in Gran Skagora. Zunächst haben wir unter der Woche unseren neuen Spieler Yasin Ekpihi begrüßen dürfen, der sofort voll mit Einstieg die Herausforderung annahm und einen top motivierten Eindruck hinterließ. Die meiste Zeit haben wir natürlich auch wieder in unserem Spaßuniversum verbracht, wie es die Banner in der Halle anzeigen. Auch wenn andere Schilder darauf hinweisen, dass so manches verboten zu sein scheint, was vielleicht auch Spaß machen könnte. So wurde wieder viel gerannt. Es wurde verteidigt und gespielt. Und natürlich einiges genauer erklärt. Und doch blieb Zeit für so manche Plauderei. Händchen halten und Streicheleinheiten oder Einzeltraining. Für Essen und Getränke war wie immer sowieso gesorgt. Heute ist nochmal ein letzter freier Tag. Morgen am Samstag wird dann zweimal trainiert. Und am Sonntag wartet ein Gegner aus der slowenischen Liga auf uns. Und da wird es natürlich interessant sein zu sehen, wie viel von dem, was wir trainiert haben, schon unter nahezu vollen Wettkampfbedingungen abgerufen werden kann und wie sich die Jungs da schlagen und zusammenfinden in einem richtigen Spiel. Wir versuchen euch natürlich auch davon noch ein paar bewegende Bilder Anfang der nächsten Woche zu schicken. Und dabei viel Spaß. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet so oder so einige Freude an unserem Videoblog. Und wir sehen uns bei den Spielen, vielleicht ja schon in der Vorbereitung, spätestens natürlich in der EuroLeague-Qualifikation. Bis dahin.